Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video. Wir werden heute das Finale mit der DFB-Mannschaft von der Olympiamannschaft spielen. Serge Gnabry, der uns im ersten Spiel ja fast im Alleingang ins Finale geschossen hat, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Genauso wie Bittencourt. Pedersen ein bisschen schwach, aber ich denke, heute wird er seine Leistung zeigen. Haben wir auch unseren Gegner schon gefunden. Schauen wir uns sein Team an. Ist ordentlich auf jeden Fall. Bakambu ist ein starker Stürmer vorne. Also die Offensive ist echt gut. Defensive recht schwach. Ich denke, da kann man was holen. Da kommt sein Torhüter raus und grätscht uns erstmal um. Es gibt einen Freistoß. Schauen wir mal, ob wir da was Gefährliches draus machen können. Wird wahrscheinlich noch eine gelbe Karte geben, ist so. Ja, noch nie gehört eigentlich. Spielt bei Valencia, weil da wird wahrscheinlich immer Diego Alves spielen. Ja, Freistoß war nix. Nächste Möglichkeit Pedersen, Bittencourt Richtung Pedersen. Wieder ist der Torwart da. Einwurf Richtung Bittencourt. Bittencourt flankt mal rein. Der Gegner wehrt auf die Strafraumkante ab und es ist das 1:0. Leon Goretzka mit dem 1:0 Richtung Goldmedaille. Sehr, sehr gutes Tor. Nimmt er sehr stark Volley. Natürlich ist glücklich, dass der Gegner uns da den Ball genauso vor die Füße schmeißt. Da hauen wir drauf und da ist das Ding drin. So eine Chance lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Nächste Möglichkeit, Pedersen wieder Richtung Serge Gnabry. Schauen wir mal, was der macht. Kommt hier gut durch an den Verteidigern. Immer noch Serge Gnabry und er schießt leider knapp vorbei, aber es gibt 11 Meter. Das ist gut, also können wir da unsere Führung ausbauen. Durch unseren Kapitän Serge Gnabry. Sein Bronze-Innenverteidiger hat uns da wohl gefoult. Marin, und dann ist das eine gute Vorentscheidung, wenn er den jetzt reinmacht. Und er macht ihn 2:0. Das sieht doch sehr gut aus nach ca. 30 Minuten mit dem 2:0. Also der Gegner hat jetzt bis jetzt auch nicht so viel nach vorne gemacht, eigentlich gar nichts. Ich glaube, ich habe euch noch keine Szene von ihm zeigen können. Und hinten ist er überhaupt nicht gut, also würde ich da mit meinem Hauptteam spielen, würde ich den ordentlich zerstören. Die nächste Möglichkeit wieder Bender, aber der reißt sich hinten so viele Lücken, der Gegner. Kann echt froh sein, dass es nur 2:0 steht. Ah, die Flanke kommt ein bisschen zu weit. Bittencourt macht noch das Beste draus. Leider nicht das 3:0. Das sollten wir auf jeden Fall nachlegen. Hier kommt unser Gegner das erste Mal durch. Und ihr seht ja, was da war. Nicht wirklich viel Gefährliches. Hier kommt er schon das zweite Mal. Wieder, aber Horn ist da. Den Ball können wir dann klären. Nächste Ball. Goretzka, Klostermann, Bender. Ah, das 3:0 wäre langsam überfällig und wäre verdient. Wäre natürlich gut, wenn wir das jetzt nachlegen. Und das war, glaube ich, abseits von Gnabry. Und so ist es, ist abseits. Aber zur Halbzeit kann man echt zufrieden sein. Ist 2:0, ist doch solide. Wir werden jetzt auch die Statistik sehen. Ja, Einschuss von Gegner. Wir geben den Ton an. Wie gesagt, er reißt sich sehr viele Lücken da hinten. Das nutzen wir noch nicht gut genug aus. Müssten natürlich mehr Tore wie diese zwei Tore schon geschossen haben. Hier wieder Pedersen und der schießt leider knapp vorbei. Wenn das nicht mal noch nach hinten losgeht, dass wir uns so Chancen nicht nutzen. Hier Bender und der nächste geht in die Wolken. Ja, Bender hat keinen guten Schuss. Und unser Gegner, 85. Minute, Bakambu. Bakambu, der macht das 2:1. Und jetzt ist wieder alles möglich. Dadurch, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Aber wir können jetzt alles klar machen mit Nils Pedersen. Aber der scheitert leider am Torhüter. Hier wieder die Flanke, Bittencourt. Bender abgefälscht und fast das 3:1. Jetzt flanken wir mal rein, aber das war wohl abseits. Es wird eine spannende Nachspielzeit. Der Gegner bolzt den Ball nochmal nach vorne. Wir können aber klären. Und es gibt einen Freistoß für unseren Gegner. Aureiro, der spielt kurz.
rangehen. Das könnte gefährlich werden. Es gibt den nächsten Freistoß. Müssen wir aufpassen. Das ist noch eine bessere Situation wie die eben. Ich möchte mir hier sicherlich kein 2:2 fangen. Das wäre sowas von unverdient. Aber Fußball ist ja nicht immer verdient. Deswegen kann natürlich da alles passieren. Ich stelle natürlich sicherheitshalber einen auf die Linie. Und Horn hat das Ding. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Horn bolzt das Ding nochmal nach vorne und das Spiel ist aus. Wir holen uns die Goldmedaille, meine lieben Freunde. Wir werden jetzt auch nochmal den Titeleinblendung sehen. So, und das war's dann mit dem Video. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ciao, bis die Tage.